Holz zeige ich euch mal, wie ich meine Haare immer auf die Haarnudel drehe. Nehmt von vorne eine Strähne und wickelt sie nach hinten über die Haarnudel wieder nach vorne. Und bei der nächsten Strähne nehmt ihr wieder neue Haare dazu. Das macht ihr jetzt, bis ihr im Ohr angekommen seid. Nehmt euch von hinten eine zweite Strähne und wickelt sie über die Haarnudel wieder zurück nach hinten. Ihr habt jetzt immer eine Strähne links und rechts von der Haarnudel. Jetzt wickelt ihr immer abwechselnd die beiden Haarsträhnen über die Haarnudel und nehmt dann von der jeweiligen Seite Haare dazu, wie beim französischen Zopf. So wickeln sich die Strähnen am Ende nicht mehr auf. Wenn ihr am Ende angekommen seid, könnt ihr alles mit einem Haargummi verschließen und dann nochmal nach oben schieben. Das gleiche macht ihr jetzt auf der anderen Seite und dann könnt ihr schlafen gehen. Yay, am nächsten Morgen könnt ihr dann einfach abwickeln und ihr habt super schöne Locken. Ich nehme dann immer noch meinen grobzüngigen Kamm und gehe damit noch ein bisschen durch, dann sehen die noch schöner aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch Haarspray draufsprühen, dann halten die noch länger. Und so sieht's dann aus. Und jetzt machen wir nochmal einen Adventskalender zusammen auf, da war heute dieser Zuckerstangenbleistift drinne. Tschüssi!